Englerland, unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege, aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Soll dieses bemooste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den 4 Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune fehlen Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dag. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Ja. Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Seht mal! Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dag. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Da gibt es viele Schätze. Später, Dag. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Und damit herzlich willkommen zurück. Ganz schnell. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager auslösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Dag, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Ja. Ja, wie komme ich denn da hin? Beziehungsweise, ich gehe davon aus, ja, da oben ist schon einer. Zeig es mir. Da sind ein paar Leute. Ist wahrscheinlich besser, wenn ich auf die andere Seite gehe und die da losmache. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich die da überhaupt losmachen kann oder ob ich das tatsächlich da machen muss, wo die ganzen Leute sind. Wo kommen die denn jetzt her? Genau, geht mal schön weg. Kann ich darüber schwimmen?
Okay. Fällt ja gar nicht auf, wenn hier einer so am Rumschwimmen ist. Ich befürchte allerdings, dass ich auf die andere Seite muss und da irgendwie was machen muss. Ja, das sieht so fest aus. Hätte ja klappen können. Okay. Ich bin natürlich auch so clever und habe nicht drauf geachtet, dass ich ja da drüber geflogen bin, weil da angezeigt wurde, dass ich da hin muss. Haha. Ach ja. Denken ist heute nicht mal meine Stärke, aber wir haben auch schon sehr spät. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Wie will die die losschießen? Ah, Sperrgebiet ist klar. Soll ich dagegen schießen oder was? Ach so, da los? Nee. Hä? Soll ich da gegen die Seile schießen oder nicht? Moment, ich guck mal das Ganze jetzt nochmal eben von oben. Ne? Also so wie ich es verstanden habe, soll ich jetzt hier... Es ist doch bescheuert. Kann ich da irgendwie reinschießen? Anscheinend nicht. Was soll dann der Quatsch mit dem Losschießen? Hier stimmt das nicht. Hä? Wieso ist der jetzt darauf auf... Ach so, dahinter steht einer. Ja, du solltest... Oh, du solltest ein Attentat machen, ja. Aber du hast es nicht hinbekommen, ne? Vielleicht hier in der Streu. Wo ist der jetzt hin? Na, komm runter. Wo geht der jetzt hin? Hallo. Junge. Wo ist der jetzt hin? Aufmerksam bleiben. Ja, aufmerksam bleiben. Du Trottel, kommst ja noch nicht mal dahin, wo die Geräusche sind. Ja, jetzt ist er da hinten wieder. Ich bin ein Vogel. Was ist denn da los? Ja, komm hoch und sieh's dir an. Komm. Was passiert denn da? Was ist das für ein Blödmann? Da braut sich was zusammen. Ist der echt so dumm, oder? Moment. So, Vollidiot. Das kann ich aber anscheinend auch nicht abschlagen. Ah. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg. Elbo, zurück. Ja, ich komme. Hallo, überfahrt mich nicht. War das jetzt eine Tortur? Arbeit,
Lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Doug. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorne. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut, Sigurd! Dein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Okay. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Nein, die sind doch gar nicht auffällig. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Doug, Eivor, zu mir! Ja, und nun? Darf ich mich bewegen? Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Erledigen wir sie! Na los, komm! Du hast bekommen, was du wolltest, Doug. Fühle mich wie zu Hause! Schnell mal eben alles einsammeln. So, wen haben wir denn da noch?
Genau, den wollte ich haben. Das war meiner! Nachdem ich dann endlich herausgefunden habe, dass es der Gegner war. Na komm, raus aus dem Wasser. Schlappschwanz. Ich war schmeckt. Seht euch um, ihr alle. Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Ja, was ist das Langhaus? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir hier vorne nochmal irgendwas einsammeln können. Oder auch nicht. Ist das das Langhaus? Ah, da wird es garantiert noch einen geben. Nichts, was man kaputt machen kann oder so. Ja. Du bist ein toller Tänzer oder Flieger oder was auch immer. Ob das so gewollt ist, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ach, da oben ist noch ein Haus. Wahrscheinlich meinten die das. Moment, hier war noch was zum Einsammeln. Das nenne ich doch mal einen geilen Bug, ehrlich. Ach, das ist sicher das Langhaus. Ich bin auch doof. Aber ich gehe hier trotzdem noch mal kurz rein, um zu gucken, ob es da... Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Ob es da noch irgendwas gibt, was man plündern kann? Nö, sieht aber nicht so aus. Okay, dann schauen wir mal hier nach. Da ist noch einer. Kann ich den noch nicht mal anvisieren hier? Doch einer von denen, oder? Oder ist das einer von uns? Eivor, sieh dir das an. Vielleicht ist da drin etwas. Ach, der ist das. Ich sehe nach. Na toll, Idioten. Ich sehe nach. Ja, dann würde ich aber mal von der anderen Seite gehen. Nicht so direkt zur Mitte reinstürmen, oder? Wäre das nicht cleverer? Können wir aber nicht, okay. Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd, Dag, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Tut mir leid, falls das eure Sachen waren. Aber ich muss die mal eben kaputt machen. Vielleicht finde ich ja noch was zum Plündern. Ja, immerhin etwas. Ist mein Bruder jetzt gerade reingekommen oder nicht? Nicht, oder? So, können wir das auch noch kaputt machen? Nee. Ich will jetzt nicht zu nah ran. Heilige Kugel, okay. Okay. Ihr da, bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts. Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr?
Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Na, frag schon. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dark? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Wir können unsere erste schöne Siedlung aufbauen. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Ich auch. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Sieht immer richtig toll aus. Und ich freue mich schon echt darauf, dass man eine Siedlung aufbaut. Also das ist eins der wirklich sehr, sehr wenigen Sachen, die ich mitbekommen habe im Vorfeld, dass man sich, boah, ist das riesig da, dass man sich nach und nach eine Siedlung aufbauen soll. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engler, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu.
Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Ungebeten. Was hast du noch gefunden? Haben wir abgeschlossen. Notizen, Teile von Plänen, alte Briefe, Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. Und wir versuchen nun, sesshaft zu werden. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge. Und ja, ich freue mich wirklich schon wahnsinnig darauf, weil ich kenne diese Art, sage ich jetzt mal, so Siedlungsaufbau und so, kenne ich noch von Primal. Und leider habe ich ja sehr negative Erinnerungen noch an Primal, nicht von dem Spiel selber, sondern da ich damals noch mit OBS aufgenommen habe und wirklich nur Probleme hatte mit den Aufnahmen. Kein Bild drin, kein Ton drin, obwohl alles perfekt angezeigt worden ist und alles kontrolliert worden ist, vorher mit Testaufnahmen und alles. Und naja, aber das System an sich finde ich persönlich ziemlich klasse und man freut sich auch immer daran, wenn dann irgendwo was wächst, was man selber erschaffen hat sozusagen. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich gespannt auf die nächste Folge, wo es dann hoffentlich mit dem Siedlungsbau so richtig losgeht. Bis dann. Ciao.